Swissmade, hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen. An der Solothurner Filmtag dreht sich logischerweise alles um den Schweizer Film und böse Zunge poptet, wenn man in die Zukunft schaue vom Schweizer Film oder auch die Gegenwart neuer studiere, dann sei alles ein bisschen grau in grau in grau. Das ist aber ein bösartiges Gerücht, das sich so nicht bestätigen lässt. Das beweisen wir im heutigen Swissmade, aber zuerst verschaffen wir uns einen Überblick in der Kurznews über die Filmszene in der Schweiz. Die 33-jährige Schweizerin Céline Bolomé ist dieses Jahr zum Shooting Star 2009 gewählt worden. Sie ging nach Brüssel, um dort an der INSAS zu studieren. Bei Theaterproduktionen hat sie europaweit mitgewirkt und 1986 die Hauptrolle im Film Le Voyage de Noémie von Michel Roth. Mit dem Regisseur Vincent Plus hat sie bereits zweimal gearbeitet. 2002 für den Film On dirait le Sud sowie 2007 Du bruit dans la tête. Bei der 59. Berlinale wird sie vom 7. bis 9. Februar mit anderen europäischen Schauspieltalenten im Rampenlicht stehen. Die internationalen Filmfestspiele finden dieses Jahr vom 5. bis 15. Februar in Deutschlands Hauptstadt statt. Der Film Brothers von Igal Nidam hat beim 22. Festival International de Programme Audiovisuel in Biarritz gleich zwei der Hauptpreise erhalten. Die Darstellerin Orna Fitoussi erhielt den FIPA d'Or der besten Darstellerin und Baruch Brenner wurde als bester Darsteller ausgezeichnet. Die Jury bestand aus 5 Mitgliedern und der tschechische Altmeister Jiří Menzel hat die Rolle des Präsidenten übernommen. Hier geht es um zwei Brüder, die sich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen haben. Einer wohnt in einem Kibbutz, während der andere in den USA wohnt. Durch die verschiedenen Ansichten von Religion geraten beide aneinander. Der Regisseur wohnte in seiner Jugend selbst in einem Kibbutz, bevor er in die Schweiz zog und ist ebenfalls als Kameramann tätig. Die Swissmade-Redaktion gratuliert den Gewinnern. Insgesamt 4 Schweizer Kurzfilme sind in Clermont-Ferrand vertreten. Beim 31. Internationalen Kurzfilmfestival, das vom 30. Januar bis 7. Februar stattfindet, sind 4 Produktionen im Wettbewerb. Unter anderem ist der Film Vandalen von Jungregisseur Simon Steury mit Nils Althaus mit dabei. Der Wettbewerb besteht aus insgesamt 74 Filmen in 14 Programmen. Der dokumentarische Kurzfilm Cartographie Neuf, La Boule d'Or von Bruno Deville nimmt am Wettbewerb Labo teil, der sich gegen 42 andere Kurzfilme aus 20 Ländern durchschlagen muss. Das Filmfestival von Clermont-Ferrand ist das wichtigste Kurzfilmfestival der Welt. Vergangenes Jahr kamen 137.600 Besucher nach Frankreich. Den Konkurrenten viel Glück. Swissmade an der Solothurner Filmtag. Und wenn man schaut, wie viele Filmtage das sind, fällt es auf, es sind die 44. Bei 44, Leute, die es mit Zahlen haben, werden sofort aufschrecken und sagen: Ha! Im Jahr 2009 ist 44 die Zahl schlechthin. Denn mit dem neuen US-Präsidenten, der ja erst gerade inauguriert worden ist, haben wir auch den 44. amerikanischen Präsidenten. Wir sind jetzt am Eröffnungsabend der Solothurner Filmtag. Gut, den Obama haben wir vergeblich gesucht, aber wenn ihr genau aufpasst, seht ihr einen zweiten Ostschweizer. Ich sage nur, ein Bundespräsident, melde mich zur Stelle. Bei den Solothurner Filmtagen sind Highlights an der Tagesordnung. Ein ganz spezielles ist der traditionelle Eröffnungsapero. So auch in diesem Jahr. Bekannte Persönlichkeiten aus Film und Politik trafen sich hier zu einem Stelldichein. Es ist ein Ort, wo man sich einfach trifft, wo sowohl Welsche wie Tessiner wie Deutschschweizer sich treffen. Filminteressierte, die ganze Filmbranche, kann man sagen, sich da zusammentrifft. Es ist ein Völkchen, wo eigentlich super ist, muss ich sagen, wo speziell ist, oder? Sind auch alle abhängig irgendwie von irgendwelchen Töpfen vom Bund oder von den Kantonen oder weiss ich was. Genau das war das Gesprächsthema Nummer 1. Die Rede von Bundesrat Merz, die er kurz vor dem Apero hielt. Merz begründete darin nochmals seine Dezembertat, welche den Filmschaffenden immer noch schwer auf dem Magen liegt. Er empfahl damals den Parlamentariern, gegen die Erhöhung des Filmkredites zu stimmen, was sie dann auch taten. Ich habe es gut gefunden, was er gesagt hat. Ich war gerade vorhin mit ihm zusammen gesehen, nicht? Und haben gratuliert zu seiner Rede. Hat mir gut gefallen. Der Merz hat nicht recht gehabt heute. Es stimmt nicht, dass einfach so viel mehr Geld rum ist. Das sind Gelder, die also die Mediageschichte, das kann er nicht anführen. Also in der Produktion hat es einfach schlicht und einfach zu wenig Geld vom Bund. Also die, glaub 23 Millionen, das lenkt einfach nie hin. Es wurde ordentlich aufgetischt. Nicht nur über den Parlamentsentscheid, sondern auch über die Schweizer Filmpolitik.
Der Chef des Schweizer Films nahm es mit Humor und verglich die Situation mit einem Filmgenre. Ein Western. Und der Western ist die kunstschaffenden Schießen auf dem Filmchef. Also es ist ein Witz, aber es ist interessant, was bedeutet das? Man hat Debatte hier über die Filmförderung, das gehört unsere direkte Demokratie. Und das habe ich gerne. Also Stellenwert 1, Debatte, ein riesiges Podium über Schweizer Film und Filmpolitik. Die Gäste erzählten aber auch gerne von ihren eigenen Projekten. Ja, ich habe die Retrospektiven bekommen letztes Jahr. Und dann habe ich auch schon gedreht. Schon zweimal gedreht, ganz früh eine Fabrikanten. Und dann später noch mal einmal. Ja, ich bin gern da. Ja. Der Eröffnungsapero, der Fixstern an den Solothurner Filmtagen, immer wieder einen Besuch wert. Irgendwann hat man genug von dem Gedränge. Und überall Smalltalk. Was will ich mit 100 Leuten zwei Sätze auswechseln und wieder gehen? Ich gehe jetzt mit ein paar noch essen. Solothurner Filmtag 2009 sind ein absoluter auch Publikumserfolg gesehen. Und nie sind mehr Leute angezogen worden von diesen Solothurner Filmtag wie das Jahr. Das ist natürlich ein schöner Erfolg, auch wenn einige sich im Zusammenhang mit dem Solothurner Filmtag schwer tun, dass der Schweizer Filmpreis nochmal im Rahmen des Filmtag verliehen will. Der Schweizer Filmpreis, der ist jetzt quasi nach Luzern disloziert, aber bekannt gegeben werden immer noch die Nominierten. Und da jetzt ganz einen raschen, aber eindrücklichen Überblick über die Nominationen für den Schweizer Filmpreis. Besucherrekord bei den 44. Solothurner Filmtagen. Insgesamt 46.500 Besucher kamen zum diesjährigen Festival. Die Nominationen für den Schweizer Filmpreis Quartz 2009 wurden ebenfalls bekannt gegeben und der Direktor von Swiss Films, Mischa Schivo, ist mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Ich bin glücklich, weil ich finde, die Filme, die es verdient haben, nominiert zu werden, sind dabei. In der Kategorie Spielfilm ist es auf der Hand gelegen, beim Dokumentarfilm auch. Aber auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, finde ich, ist es eine breite Palette von guten Talenten dabei. Gleich 9 Kategorien gibt es dieses Jahr. Bester Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm, Trickfilm, Drehbuch, Darstellerin, Darsteller, Nachwuchstalent sowie neu dabei, die beste Filmmusik. Happy New Year von Christoph Schaub ist sogar 4-mal und Home von Ursula Mayer 3-mal nominiert worden. Insgesamt wurden 140 Filme eingesandt, die folgende Kriterien erfüllen mussten. Das erste Mal, dass es Schweizer Filme sind. Das haben alle, glaube ich, das Kriterium. Und dass sie aus dem Jahr 2008 sind. Die Produzenten von diesen Filmen haben ja die müssen anmelden und dann ist geprüft worden, ob sie diese beiden Bedingungen erfüllen. Bei der Nominationskommission und bei der Akademie, ich glaube, hat jeder geschaut, was er wirklich als den besten Film oder die beste Leistung in einem Film betrachtet. Und in diesem Sinn hat es da keine Vorgaben gegeben. Die Jury hatte dann schließlich die Qual der Wahl. Die Schweizer Filmakademie ist letztes Jahr gegründet worden und hat schon 250 Mitglieder. Das sind zum guten Teil ehemalige Preisträger oder Nominierte im Schweizer Filmpreis, aber auch Leute aus der Filmbranche, die wichtig sind, wie Filmverleiher oder Filmkritiker oder auch Leute, die in der Filmtechnik beschäftigt sind. Also ein ganz breites Spektrum von Schweizer Filmschaffenden, die jetzt das erste Mal in einem Probelauf über die Nominationen befunden haben. Die mit 600'000 Franken geförderte Sexsatire «Die Räuberinnen» von Carla Liamonti hat es aber nicht in die Nominationen geschafft. Das kann ich mich nicht dazu äußern. Was ich weiss, ist, dass der Film natürlich erst am Mittwoch oder des Solothurner Filmtags erst mal gezeigt worden ist. Und von dem her vielleicht ein bisschen spät ins Rennen reingekommen ist für die Nominationen. Weil die anderen Filme haben ja können von den Akademiemitgliedern schon online visioniert werden seit dem Dezember. Und das ist vielleicht jetzt ein Handicap für den Film gewesen. Hier noch ein kleiner Überblick über die Nominationen für den Quartz 2009. Nominiert sind unter anderem Bester Spielfilm «Du bruit dans la tête», «Happy New Year», «Home», «Tandoori Love», «Beste Doku», «Au loin des villages», «La Fortress», «No more smoke signals», «The Beast Within». Also, nicht vergessen und dick im Kalender eintragen. Am 7. März findet dann die Gala um den begehrten Filmpreis Quartz statt. Zum ersten Mal in Luzern. Star TV wird dann vom Event dort berichten. Bis dahin, dem Kurzfilm auf der Strecke die Daumen drücken für einen Oscar am 22.01.2009. Toi toi toi, Reto Kaffi. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt Hoffnung für den Schweizer Film und die Hoffnung ist begründet.
Gute Hoffnung hin und her. Das ist gesehen vom heutigen Swissmade. Wir sehen uns aber wieder auf StarTV. Bis dann, macht es gut. Weißt, ich wollte jetzt mit einer jovialen Bewegung dann so quasi zack und dann so Swissmade, hallo und herzlich willkommen. Check. Ich kreische auch, wenn ich dir sehe. Das nächste Swissmade geht ab in Weltraum. Wir beschäftigen uns nämlich, hellfetisch bleiben wir, mit dem ersten schweizerischen Science-Fiction-Film Cargo. Und wie geschaffen wird an dem Film und was CGI, Computer Generated Images, bedeutet, wie das funktioniert und überhaupt im nächsten Swissmade auf StarTV am Donnerstag, um 17:45 Uhr.